Hallo erstmal. Kannst du mal kurz mit deinen eigenen Worten beschreiben, worum es in Ostfriesisch für Anfänger geht? In Ostfriesisch für Anfänger geht es um einen älteren Ostfriesen, der heimlich in seinem gefändeten Haus wohnt und der dann auf einmal überrascht wird, weil eine Gruppe ausländischer Fachkräfte dort einzieht, um in die Gemeinde und integriert zu werden und um Deutsch zu lernen. Und da prallen sozusagen diese Welten traditioneller Ostfriese auf Globalisierung, Modernisierung, Integration der jungen Fachkräfte, ausländischen Fachkräfte. Und da prallen dann diese zwei Welten sozusagen aufeinander. Das ist die Geschichte. Eigentlich ist die Geschichte vom Prinzip her ja nichts wirklich Neues. Aber worauf habt ihr Wert gelegt, damit es sich trotzdem so frisch und so neu anfühlt? Ich glaube, was ich so toll an der Geschichte fand, war, dass es zum einen diese Situationskomik einfach hergibt. Ich bin großer Fan von Situationskomik. Aber gleichzeitig ist das Thema gerade so aktuell und auch so wichtig, dass man genauso wie den Humor auch die Ernsthaftigkeit und die emotionalen Momente sehr ausarbeiten musste und die auch ernst nehmen musste. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Mix aus Witz und Humor, aber auch aus der Emotionalität, die natürlich da unter allem sozusagen liegt. Ich glaube, dieser Mix ist das, was es vielleicht etwas, vielleicht etwas neuer macht, weiß nicht. Und wie bist du selbst zu dem Film gekommen? Das war ganz spontan, auch ich glaube sehr ungewöhnlich. Ein paar Wochen vor Drehbeginn wurde ich zum ersten Mal kontaktiert und bin ich da ganz, ganz irgendwie ins kalte Wasser reingesprungen und hatte dann eine ganz kurze Vorbereitungszeit, aber da gab es auch noch keine Schauspieler und auch keine große Locations und so weiter. Und dann mussten wir halt innerhalb von kürzester Zeit diesen Film so aufbauen, und ich wollte auch noch mal ein bisschen ans Drehbuch und das Ganze noch ein bisschen mehr das Drama noch ein bisschen sozusagen herausarbeiten. Also war es für mich, das kam ganz plötzlich und auf einmal haben wir gedreht, auf einmal war der Dreh vorbei und ja, jetzt sitze ich hier. Also es ging alles ganz schnell für mich. Und kannst du erzählen, wie die Idee entstanden ist, Dieter Hallervorden als Ostfriesen zu besetzen, weil er kommt ja eigentlich oder lebt in Berlin. Ja, Dieter Hallervorden, es war in dieser kurzen Zeit, wo ich dann die ganzen Vorschläge bekommen habe für einen Schauspieler, ist dann irgendwann der Name Dieter Hallervorden gefallen. Und ich war total happy erstmal und habe gedacht, okay, und hatte dann auch natürlich großes Interesse. Und dann war ich nur, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, war das mit dem Plattdeutsch. Aber dann hat er das innerhalb von 9 Tagen so wahnsinnig schnell und gut gelernt und dass selbst unsere Coachin, die Anni Heger, total begeistert war und wir alle dann total begeistert war mit dem, was er dann in kürzester Zeit gelernt hat. Und im Nachhinein super happy, wie es gelaufen ist. Wir haben uns wunderbar verstanden. Er spielt toll und vor allem auch, dass er das so in dieser kurzen Zeit irgendwie gewuppt hat. Also höchster Respekt. Du hast gerade schon das Plattdeutsche angesprochen. Das unterscheidet sich ja durchaus von Dorf zu Dorf. Habt ihr darauf irgendwie Wert gelegt? Habt ihr genau geguckt, welches Plattdeutsch ihr verwendet? Wir haben von Anfang an entschieden, natürlich auch mit der Entscheidung, dass Dieter Hallervorden jetzt die Hauptrolle spielt, haben wir uns von Anfang an entschieden, unser eigenes Platt zu erfinden. Das haben wir dann zusammen mit Anni Heger, der Coachin, so besprochen, dass wir, dass es uns wichtig ist, authentisch und dass man spürt, dass die Tradition von Plattdeutsch und von Ostfriesland ist da mit dabei. Aber wir wussten, wir wollen einen Film für machen, den man in ganz Deutschland gucken kann. Und deswegen haben wir mit Dieter Hallervorden zusammen einen Platt selbst erfunden, was immer noch, ich hoffe, dem treu bleibt oder der Sprache treu. Das war von Anfang an, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt im Film, dass die Sprache erhalten bleibt. Aber gleichzeitig, dass jeder Mensch es in Deutschland irgendwie verstehen kann. Und ich glaube, da haben wir jetzt so eine eigene kleine Welt geschaffen. Und wie habt ihr die restlichen Darsteller gefunden? War das schwierig, für solch unterschiedliche Figuren die geeigneten Schauspieler zu finden? Wir hatten von Anfang an den
den Ansatz, also jetzt bei den ausländischen Fachkräften, da ging es mir nicht wirklich um erfahrene Schauspieler oder deutsche Schauspieler. Mir war es sehr wichtig, dass wir so authentisch wie möglich bleiben und auch ausländische Schauspieler mit reinnehmen. Und zum Beispiel Michael Davis, der ein super Beispiel dafür ist, selber als Flüchtling und nach Deutschland gekommen und hier sein Leben aufgebaut hat. Und das fand ich wichtig, dass wir da, und ich glaube, das ist auch seine erste richtige Rolle. Und das war eigentlich der Ansatz dort. Und dann, als dann noch Viktoria Trautmannsdorf und Holger Stockhaus dann noch dazu kamen, war ich am Ende einfach nur wahnsinnig glücklich mit denen, weil das so alles wahnsinnig tolle Menschen sind, wahnsinnig gute Schauspieler. Es war, glaube ich, in allem unser Ansatz, Rollen zu besetzen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich für die Rolle sind. Das war so ein bisschen der Ansatz. Der Film ist ja, glaube ich, Teil der Nordlichter-Reihe. Ja. Und das sind ja eigentlich TV-Produktionen. War denn für diesen Film immer ein Kinostart geplant? Nee, das kam im Nachhinein. Also es war von Anfang an, haben wir ein bisschen mit dem Thema Kino, also wir sind von Anfang an da rangegangen und haben gesagt, lass uns das so groß wie möglich, so produzieren, so hochwertig wie möglich. Natürlich war es eine TV-Produktion und natürlich auch hatte es das Budget. Aber ich glaube, vor allem im Film, ich glaube, man kann heutzutage aus allem irgendwie was machen und auch was Größeres machen. Und die Erfahrung habe ich auch mit meinem allerersten Film gemacht, wo wir wirklich ein absolut No-Budget hatten und daraus was wirklich Tolles entstanden ist. Und so ähnlich war das hier. Und dann hatten wir natürlich jetzt mit Dieter Hallervorden auch nochmal den Step, der das diesen Charakter, der das auch nochmal möglich gemacht hat. Und als ein Kino kam, habe ich gesagt, alles klar, sehr gerne, ich bin gespannt. Und ich freue mich natürlich, dass er ins Kino kommt, weil es einfach ein sehr aktuelles Thema ist und weil die Message dahinter eine wichtige ist, neben dem ganzen Humor und dem ganzen Spaß. Wo habt ihr überhaupt gedreht? Oh, wir haben gedreht nicht in Ostfriesland, wir haben gedreht in Garstedt war das hauptsächlich, also außerhalb von Hamburg haben wir gedreht. Und für dich war es ja auch wichtig, das hast du schon mal gesagt, dein eigenen Kameramann, Dino von Wittersdorf, mit ins Projekt zu nehmen. Was ist das Besondere an eurer Zusammenarbeit? Ich hatte ja eben schon erwähnt, ich wurde so sehr spontan irgendwie, wurde ich in das Projekt geworfen. Und da war dann auch die Rede von welcher Kameramann und auch Erfahrenere, die Lust haben, auf junge Regisseure zu fördern. Und ich habe gleich im ersten Moment gesagt, bitte gib mir meinen Dino, weil ich mit ihm meinen ersten Film gemacht habe, mit ihm habe ich auch zusammen studiert und das hat wirklich super geklappt und ich glaube, es ist sehr selten, obwohl ich ja jetzt auch nicht mit der großen Erfahrung sprechen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr selten ist, dass man sich so gut versteht und dass er so oft das wiedergibt, was du selber im Kopf hast und selber schon weißt, was du willst und die Erfahrung haben wir halt bei meinem ersten Film gemacht und da habe ich gesagt, bitte Dino und wir rocken das innerhalb kürzester Zeit. Und das haben wir dann auch so einigermaßen dann gemacht. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Gibt es da schon irgendwas, über das du sprechen kannst, neue Projekte? Also ich habe jetzt mein neues Drehbuch, bin ich gerade in Entwicklung. Da kann ich jetzt noch nicht groß was zu sagen. Ist aber eher ein Drama und... Genau, aber das ist alles noch am Entwickeln, aber ich komme ja auch aus dem Ausland. Ich habe meinen ersten Film, war auf Englisch und englische Sprache. Das wird ein englischer Film, ein internationaler Film. Gut, dann bedanke ich mich. Cool. Danke.